Herr Seifert, grüße Sie. Hallo, herzlich willkommen. Mir fällt bei Polar in dem Jahr eins auf, die Uhren werden immer stylischer. Da steckt bestimmt eine Absicht dahinter. Ja, es ist so, denn tatsächlich trifft Sport Lifestyle und Lifestyle trifft Sport. Es ist so, dass die Konsumenten eine Uhr wollen, die sie nicht nur zum Sport anziehen, sondern die sie eigentlich 24/7 anziehen, das heißt Tag und Nacht tragen wollen, zum Sport und zum alltäglichen Leben. Tragen Sie selber eine? Ja, natürlich. Das muss ich. Hier die M600. Okay. Unser neues Highlight, eine Smartwatch, die das Beste aus beiden Welten kombiniert. Die wollen wir jetzt mal genauer sehen. Darf ich sie mir nehmen? Sehr gerne. Ui. Okay. Sehr leicht. Ja. Steht mir gut. Ja, sehr gut. Sie kombiniert das Beste aus beiden Welten. Ja. Einmal die Trainingsfunktion von Polar. Es ist eine integrierte Pulsmessung mit 6-Dioden-Messung. Also es ist eine sehr genaue Messung am Handgelenk. GPS ist natürlich integriert, dass man Schnelligkeit, Distanz und auch Mapping machen kann. Über 100 Funktionen zum Trainieren mit dieser Uhr. Es ist verfügbar für iOS-Telefone wie auch Android-Telefone und man kann bis zu 4000 Apps runterladen, man kann Musik draufladen. Was sind so die wichtigsten Apps? Ja, zum Beispiel Mapping-Apps, man kann OK Google, Voice-App, man kann verschiedene Funktionen, Wetter-Apps. Also mir fällt beim Laufen ein, ich hätte irgendeine Frage an Google, könnte ich per Mikrofon fragen. Genau. Für mich war Laufen immer noch so eine Insel der Abgeschottetheit vorbei. Das ist völlig vorbei. Laufen, Sport ist integriert in den Alltag und Sie haben die Möglichkeit eben mit dieser Uhr wirklich zu jedem Moment entweder zu trainieren oder auch Messages zu empfangen zum Beispiel. Sie können Kurznachrichten empfangen, Telefonanrufe und so weiter. Also das ist eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die ganze Welt steht einem offen. Also das Thema permanente Erreichbarkeit ist voll auf den Sektor Uhren übergeschwappt. Absolut. Aber das Schöne ist, man kann es nutzen oder man kann es auch abstellen. Ich bin ein Mensch, der beim Rennen nicht gestört werden will. Das heißt, ich stelle es dann entsprechend ab. Aber man kann wirklich 24 Stunden lang erreichbar sein über die Uhr und hat dann auch den Vorteil, nicht mehr aufs Handy zu schauen oder das Handy rauszunehmen, sondern man kann alles über die Uhr steuern, wenn man das will. Wollen Sie uns noch ein paar von den Funktionen zeigen? Also steuern tue ich die Uhr nach wie vor eigentlich mit dem Smartphone. Ich steuere es über Smartphone, das ist richtig. Ich kann es aber durch Sprachbefehle oder auch Befehle, die ich auf der Uhr eingebe, entsprechend steuern. Okay. Ja. Noch eine schöne Funktion ist eben, dass ich jetzt meine Mails hier sehen schauen kann. Ja. Also die hochscroll und dann einen Shorttext sehen kann. Okay. Oder andere Messages, SMS oder wie auch immer empfangen kann. Aha. Also natürlich die Polarfunktion hier über Training einzustellen. Wenn ich das Training zum Beispiel Laufen drücke, dann wird die Herzfrequenz gesucht und der GPS natürlich. Wenn ich das anlege, wird die Uhr letztendlich den Puls finden. Wie man hier sieht, bin ich ein bisschen aufgeregt mit 96 oder 98 Schlägen. Er sucht jetzt den GPS, den wird er hier in der Halle nicht finden, das ist klar. Und wie passiert die Pulsmessung? Die passiert eben über Licht, über die Leuchtdioden, die hier am Gehäuse angebracht sind, über 6 Dioden, die eine sehr genaue Pulsmessung ermöglichen. Also die Dioden nehmen praktisch die Bewegung in der Arterie wahr oder was? Oder wie messen Sie den Puls? Nicht die Bewegung, sondern die Helligkeit bzw. die Veränderung der Helligkeit in den Arterien. Das heißt, wenn Blut zugeführt wird, dann wird es dunkel. Wenn Blut weggepumpt wird, dann wird es hell. Und dadurch wird dann entsprechend über einen Algorithmus der Puls entwickelt. Sehr smart. Interessant dabei ist auch noch, dass eben die Bewegung auch eine Rolle spielt. Denn die Bewegung beeinflusst die Messung des Pulses. Und Polar ist der einzige Hersteller, der die Bewegung in dem Algorithmus mit integriert, sodass eine sehr exakte Pulsmessung möglich ist. Dann würde ich jetzt gerne mal sehen, wenn es möglich ist, wie Sie das Wetter abrufen mit der Uhr. Okay, Google. Wetter in München. Okay, 3 Grad bewölkt. Kann ich mir die Uhr noch leisten? Aber natürlich. Das kommt immer natürlich darauf an, was Sie sich wünschen. Aber wenn Sie interessiert sind an der Uhr, ist ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller ist 349 Euro. Der technologische Fortschritt im Bereich Uhren hat ja in den letzten Jahren enorm zugelegt. Was können wir denn da in den nächsten 10 Jahren noch erwarten? Was können Uhren irgendwann? Das ist eine gute Frage. Sprachsteuerung ist ein ganz wesentliches Thema. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass über Sprache, über die Uhr immer mehr gesteuert wird. Zahlfunktionen ist natürlich ein großes Thema. Körperdaten, also Pulsmessung natürlich, aber auch andere Körperdaten
und Trainingsfunktionen, die einfach das Training verbessern und die das alltägliche Leben verbessern. Dann bin ich gespannt auf nächstes Jahr. Ich danke Ihnen. Schöne Messe noch. Dankeschön. Tschüss.